herzlich willkommen zum Resilienzkalender, deinem täglichen Timeout für wenige Minuten gesunde Selbstfürsorge. Und heute mit Tipp Nummer 5. Wenn du unter großem Stress oder in einer ernsthaften Stresssituation stecken solltest, wie wahrscheinlich viele im Moment, und du kommst zum Schluss, du kannst irgendetwas an dieser Situation günstig beeinflussen, auch nur ein kleines bisschen, dann ist es wichtig, dass du deine Ressourcen entdeckst und aktivierst. Was sind Ressourcen? Ressourcen sind Dinge, die dir Energie spenden. Du kannst dir also ganz einfach überlegen, nicht nur, was raubt dir Energie, was kostet im Moment unheimlich Kraft, sondern auf der anderen Seite, was spendet dir Energie, was tut dir gut, was ist für dich eine Quelle von Sinn, etwas, was dich motiviert, was dich vorwärts treibt, vielleicht auch, wobei kannst du dich entspannen und sei es nur ein Musikstück zum Beispiel, Bewegung, Sport, Entspannung in der Badewanne oder was auch immer. Überleg dir bitte, was sind deine Ressourcen, was hat dir in vergangenen Krisen oder schwierigen Situationen Kraft gegeben, wie bist du da durchgekommen, wie hast du das früher schon einmal in anderen, vielleicht viel kleineren, unbedeutenderen Situationen geschafft. Und dann mach einfach mehr davon. Viel Erfolg mit Tipp Nummer 5.